Hallo und willkommen beim Harfensänger-Workshop. Mein Name ist Antje. Ich habe euch heute einen Rhythmus mitgebracht, nämlich den Swing. Den hat der Jürgen sich gewünscht. Danke. Es gibt beim Swing, ihr habt vielleicht ein bisschen was im Ohr, wie sowas klingt, eine Eigenheit. Die will ich euch geschwind aufmalen. Normalerweise habt ihr hier, wenn ihr ein Viertel auf der einen Seite habt, dann ist es gefüllt mit zwei Achteln. Dann ist das Ding ja voll. Dem einen oder anderen mögen vielleicht schon Triolen über den Weg gelaufen sein. Was sind denn Triolen? Triole bedeutet nichts anderes, wie dass sich dazwischen die zwei nochmal einer drängt, aber der Platz wird nicht größer. Es ist trotzdem nur ein Viertel. In meinen Noten sind das Dreiecke. Also wer schon mal irgendwo solche komischen Dreiecke gesehen hat, weiß jetzt dann auch, was das bedeutet. Das sind Triolen. Das heißt, ich habe nicht mehr Dam, Dam, sondern Da, Da, Da. Das ist so wie, es klingt so ein bisschen verzogen, also ein bisschen wie aus dem Rhythmus gekommen. Was beim Swing passiert, ist, dass die Achtel triolisch gespielt werden. Die erste Achtel bekommt zwei von denen und die zweite Achtel das übrige. Wie ihr schon seht, ist dann das erste Achtel doppelt so lang wie das zweite. Weil man das sich nicht wirklich vorstellen kann, arbeite ich hier gern mit Silben. Und zwar ist das erste hier dufte. Warum auch immer, es hat seither gut funktioniert. Dufte, 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 dufte. Dann habt ihr ungefähr dieses Gefühl, was der Swing hat. Also es bezieht sich nur auf die Achtel. Aber dieses Dufte liegt auch unter den Vierteln drunter und man spürt es irgendwie. Es ist ganz komisch, ich kann das nicht wirklich erklären. Aber wenn ihr mal so ein Stück anhört, das von einer Band begleitet ist, dann macht dieser Rhythmusgeber, das Schlagzeug oder die Gitarre, die ganze Zeit diesen dum 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 dum. Der ist immer da, völlig egal, was die Melodie macht. Ja? Und dieses Gefühl, das braucht man ein bisschen dafür, dass man das umsetzen kann. Es bezieht sich, wie gesagt, auf Achtel. Und bei den Swings kommt es bei meinen Noten sehr häufig vor, dass ich Punktierte weglasse, weil die punktierte Viertel, der Punkt, ist ja ein Achtel. Und ich brauche das Achtel, damit ich swingen kann. Ich habe hier so ein Beispiel, da ist rechts und links eine Viertel, aber die rechte ist grün. Das heißt, die klingt länger, als sie notiert ist. Sie klingt nämlich als punktierte Viertel, was ich daran sehe, dass erst auf Schlag 2 und es da oben weitergeht. Die 2 ist die Begleitung. Das heißt, da geht Begleitung direkt in die Melodie über. Aber hier ist ein Achtel und hier ist ein Achtel. Das heißt, ich muss swingen. Dufte, der ist lang, der ist kurz. Damit man sich's vorstellen kann, spiele ich euch das mal vor. Das ist Swanee River von Stephen Foster, also so ein altes Lied, das auch gern so mit Banjo und so Zeugs gespielt wird. Ist ein Viervierteltakt, aber eben ein Swing. Swing heißt auch, es wird alles ein bisschen langsamer. Für die unter euch, die es langsam mögen, ist es sehr entgegenkommend. Das klingt so. Ist eine Wiederholung.
Ich hoffe, ihr hört dieses Dufte, 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 Dufte. Was jetzt ungewöhnlich ist, ist es so zu zählen oder zu denken, weil ich ja nicht mehr 1, 2, 3 habe, sondern Dufte ist ein Viertel und 2 Achtel. Dufte, 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 Dufte. Ja, es muss auch deshalb unter den Vierteln liegen, weil man die sonst zu kurz macht. Weil es kommt einem einfach, also es wäre leichter, man hätte eine Begleitung sozusagen dabei, die einem diesen Teppich drunter legt, aber die wenigsten von euch haben das. Wer ein Keyboard hat, der kann mal gucken, ob er so einen Rhythmus drin hat. Manchmal hilft es tatsächlich, sich das da mal reinzuholen. Ansonsten ist Swing nicht schlimm, ist nicht schwer. Man muss es einfach nur mal verinnerlicht haben, bis man dieses Dufte nicht mehr braucht und dann genau weiß, Swing, ach so, das war doch das. Ja? Ich habe viele Swing-Stücke in meiner Liste drin, die leben davon, dass man das so macht, sonst ist das langweilig. Zum Unterschied, so klingt es gerade. Anhören. Man kann es auch schön spielen so. Swing ist ein Werkzeug, das ihr auspacken könnt, wenn ihr es benutzen wollt und wegpacken, wenn ihr es nicht wollt. Wenn ihr da noch irgendwie Fragen dazu habt, dürft ihr euch gerne bei mir melden, weil mir fällt jetzt gerade dazu nichts mehr ein. Achtet wirklich darauf, es sind die Achtel. Nur die Achtel, die geswingt werden. Und dieser Swing-Rhythmus liegt unter den Vierteln drunter. Denkt ihn mit, damit die Viertel lang genug sind. Alles andere, wie weitergehen und sonst was, ist davon völlig unberührt. Wenn ihr solche Geschichten habt wie das hier, dann ist links von der grauen Linie Begleitung und rechts von der grauen Linie Melodie. Da geht dann das Ineinander über, damit man sieht, wo die Achtel sind, damit ich das swingen kann. Ja? Das kommt häufig vor. Das sind einfach diese Übergänge mit einer hellgrauen Linie zwischen Begleitung und Melodie. Die kommen genau so zeitlich nacheinander, wie sie notiert sind. Lasst euch davon nicht irritieren. Das soll eine Hilfe sein, keine Irritation. Ansonsten freue ich mich auf Rückmeldungen. Und wenn ihr was wissen wollt oder eine Idee für einen Workshop-Teil habt, dann meldet euch. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss.